Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen Schnipsel aus dem Herbst 2018, als ein linker, vermeintlich netter Gutmensch denkt, er könne jetzt Roger Beckamp einfach mal blöd hinstellen und ihn schlecht framen und er dann aber durch die Sachargumentation von Roger Beckamp bloßgestellt wird mit seiner Absicht, nicht an einer ehrlichen Diskussion interessiert zu sein, sondern diffamieren zu wollen. Und sich selbst dabei moralisch überlegen hinzustellen. Im Folgenden der Ausschnitt. So, der junge Mann will auch filmen, aber was sagen auch. Ich wollte Sie fragen, warum oder woher diese tiefe Unglücklichkeit kommt. Woher kommt diese Angst in Leuten? Oder was erzeugt diese Angst vor anderen Menschen, vor dem Fremden? Okay, Beispiel? Beispiel? Von mir, nee, von mir. Okay, von mir. Afrika hat zurzeit ungefähr 1,2 Milliarden Menschen. Bis 2050 wird sich die Zahl verdoppeln. Es werden sehr viele Menschen sein, sehr viele junge Männer vor allen Dingen. Was glauben Sie, wohin die gehen werden? Die werden versuchen, ihre Städte zu verbessern und dahin gehen, wo es gut ist. Okay, also werden viele Millionen nach Deutschland und nach Europa kommen? Das würde ich gar nicht mal so sagen, weil das ist völlig natürlich. Passiert doch schon. Wissen Sie, dass es dieses Problem der Überbevölkerung überhaupt gar nicht gibt? Es gibt keine Überbevölkerung? Nein, wissen Sie warum? Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir niemals den 12. Milliardsten Menschen auf der Welt sehen werden. Okay. Das ist völlig natürlich. Kurze Frage dazu. Es gibt keine Überbevölkerung. Das ist interessant, weil heute Abend geht es genau darum. Ist es richtig, dass Afrika jede Woche um 1 Million Menschen wächst? Fragen Sie den Falschen. Nee, aber wenn es keine Überbevölkerung gibt, dann ist es doch wahrscheinlich nicht so. So, das kann doch sein. Aber es kann ja sein, dass genug Platz für diese Leute da ist. Wo ist denn der Platz? In Afrika oder bei uns? Afrika ist riesig, haben Sie sich schon angeguckt. Aha, sind 600 Millionen Quadratmeter vielleicht ungenutzt derzeit? Genau darüber reden wir gleich. Absolut, keine Ahnung. Sehen Sie? Aber Sie wissen, dass es keine Überbevölkerung gibt. Das ist das Thema. Wissen Sie, was ich meine? Nee, aber Sie haben eine Ahnung. Sie haben keine Ahnung, aber eine Meinung. Das ist das Problem. Ja, das ist aber nicht ganz falsch, weil meine Meinung beruht auf einem menschlichen Gefühl. Ich glaube, das ist interessant. Das ist aber auch wirklich wichtig, weil ich finde, dass... Wofür Sie stehen, da fehlt dieses menschliche Gefühl. Aber mit Gefühlen wollen Sie Politik für Deutschland machen? Mit Gefühlen, dass es irgendwie keine Überbevölkerung in der Welt gibt? Nee, wissen Sie was? Regeln, wie zum Beispiel Gesetze oder sowas, sollten uns helfen. Ja? Die sollten dafür sorgen, dass das Miteinander besser ist. Wenn man aber dafür sorgt, dass es miteinander schlechter ist mit Gesetzen... Dann das ist mir jetzt zu abstrakt. Nur mal zurück zu den Gefühlen. Bedenken Sie denn, dass Ihre Gefühle, nach dem Motto, jeder Mensch ist überall und jederzeit willkommen und zu Hause, dass das Auswirkungen auf andere Menschen hat, die da vielleicht Probleme durch haben? Haben Sie das Gefühl, dass das Probleme auch geben kann? Warum sollte jemand denn ein Problem damit haben? Weil die Gewaltkriminalität massiv gestiegen ist, weil vieles in Deutschland mittlerweile nicht mehr bezahlbar ist. Also, dann sollte man es ist die Mensch, das Problem der Menschen, die davon betroffen sind, unmittelbar. Aber wollen wir es vielleicht gleich nach innen verlegen? Wir sind in einer halben Stunde in dem Raum drin. Und dann können Sie Fragen stellen und können auch sagen, es gibt keine Überbevölkerung. Das ist eine interessante These. Ich meine Überbevölkerung in dem Sinne, dass wir auf der Welt irgendwann gedeckelt sind. So. Ja, okay, was ist denn Überbevölkerung? Wenn ein Land sich nicht selber ernähren kann, ist es dann überbevölkert? Wenn ein Land sich nicht selber ernähren kann? Nee. Also, glauben Sie, dass Afrika sich selber ernähren kann? Das glaube ich schon. Ich glaube, das ist mir zu abstrakt. Aber es ist falsch. Afrika muss ein Viertel seiner Lebensmittel importieren. Das Problem ist, es kann sein, dass manche Sachen, die Sie sagen, stimmen. Ja, das will ich Ihnen nicht absprechen. Das Problem ist, dass es kann ja sein, dass jeder Flügel einer Partei ist anders. Aber das Problem ist, dass Ihre Partei oder der Partei, für die Sie gerade kandidieren, sehr, sehr viele Missinformationen verbreitet. Beispiel? Überbevölkerung findet statt? Doch, findet statt. Nein, davon rede ich nicht. Ja, aber ein Beispiel. Aber zum Beispiel die Hetze, der Rassismus und der Sexismus, der teilweise... Okay, Beispiel Sexismus ist eine tolle Geschichte. Also da vorne steht jemand mit Che Guevara-Hemd. Das ist der Ober-Homophobe gewesen. Es geht nicht um den. Okay, aber Beispiel für Sexismus. Sie stehen. Es geht darum, wofür Sie Aber was ist denn Sexismus? Ihre Partei verurteilt Leute für ihre Herkunft, für ihr Aussehen. Nein, wir verurteilen das nicht. Absolut, es passiert in Chemnitz. Machen Sie mal ein Beispiel für Sexismus. Ich muss Ihnen kein Beispiel nennen. Gut, aber dann ist es ein schwieriger Diskurs. Wenn Sie nicht konkret werden wollen, dann... Ja, aber Sie streiten ja die Sachen ab. Nein, ich kann doch nichts abstreiten. Wenn ich Beispiel geben werde, werden Sie die Sachen abstreiten. Machen Sie es doch. Versuchen Sie es. Geben Sie mir die Chance. Versuchen Sie es. Entlarven Sie mich. Entlarven Sie mich. Das funktioniert nicht. Wahrscheinlich nicht. Lassen Sie auf. Okay. Letztes Wort. Ja. Leute, deren Meinung nicht auf Fakten beruht, sondern auf Emotionen, kann man mit Fakten nicht überzeugen. Aber Sie sagen doch, Sie leben vom Gefühl. Leute,
die auf Emotionen sind. Sind rhetorisch, sind sie gut? Nein, ich bin nicht rhetorisch gut. Sie haben gesagt, Ihr Gedanke ist einfach nur Gefühl und jetzt sagen Sie mir, ich basiere auf Emotionen, nein, was gesagt, das Gleiche. Nein, ich habe gesagt... Wir haben es aber, glaube ich, aufgenommen, dass es so gesagt wurde. Das kann gut sein. Was der Kern meiner Aussage vorher war, ist, dass die Menschlichkeit das Wichtigste ist, weil darum geht es, dass wir menschlich untereinander kommunizieren, dann funktioniert die Gesellschaft. Gut, heute Abend bleiben wir menschlich, versprochen. Aber versprochen. Morgen ist die Partei auch menschlich und gestern war sie auch schon. Viel Erfolg. Vielleicht später. Schauen wir uns im Folgenden den Anfang des Gesprächs noch einmal an. Es wird schon hier deutlich, dass die Absicht nicht eine ehrliche Diskussion ist, sondern dass es rein um Diffamierung geht. Sie fragen, warum oder woher diese tiefe Unglücklichkeit kommt. Woher kommt diese Angst in Leuten? Oder was erzeugt diese Angst vor anderen Menschen? Was ist hier passiert? Die Frage ist in Wahrheit eine Scheinfrage. Man merkt es auch daran, dass der junge Mann an der Antwort gar nicht interessiert ist. Es geht nicht um die Frage, sondern es geht darum, die Unterstellung in der Frage zu platzieren, einen Frame zu verbreiten. Und dieser Frame ist, dass der AfD-Wähler einfach aus purem Herzen Ausländer ablehnt, Ausländer nicht mag, Ausländer hasst und dass er sozusagen psychisch gestört ist und dass es an dieser psychischen Störung liegt. Und er sagt, diese Menschen seien unglücklich. Das ist ein psychologischer Trick. Es ist erstaunlich. Anscheinend wendet dieser Mann diese Tricks intuitiv an. Wenn er sagt, diese Menschen sind unglücklich, dann bringt er zum Ausdruck, sie sind schwach. Und er bringt zum Ausdruck, ich bin glücklich. Diese Leute sind unglücklich. Und was heißt es, unglücklich zu sein? Wenn man unglücklich ist, dann bedeutet es, dass man ein Verlierer ist. Man ist ein Verlierer der Gesellschaft. Und wenn man ein Verlierer ist, dann ist man aggressiv. Und weil man aggressiv ist, mag man die Ausländer nicht. So stellt es dieser Mann hin. Und es wird dadurch auch schon das Totalitäre deutlich. Er akzeptiert nicht diese andere Meinung, die anscheinend er nicht teilt, sondern er ist sofort aggressiv und sagt nicht, du hast die Meinung, ich habe die Meinung, sondern er stellt die Menschen wegen ihrer Meinung schlecht hin. Roger Beckkamp ignoriert dann dieses Persönliche, sondern antwortet sachlich und macht die Gründe deutlich, weshalb die AfD eine unkontrollierte Migration ablehnt. Es wird dabei deutlich, dass dieser junge Mann von der Überbevölkerung in Afrika, dass er dazu gar nichts sagen kann, er eigentlich wenig Ahnung hat. Wie kommt er dann aber dazu, die AfD zu verurteilen bei einem Sachthema, mit dem er sich augenscheinlich gar nicht stark beschäftigt hat? Es wird im weiteren Verlauf des Gesprächs deutlich, dass es für ihn nur der Ansatzpunkt ist, die AfD schlecht zu machen, als sozusagen einen Sachgrund zu finden, die AfD dazu diffamieren. Aber das Problem ist, dass Ihre Partei oder der Partei, für die Sie gerade kandidieren, sehr, sehr viele Missinformationen verbreitet. Beispiel? Überbevölkerung? Findestadt? Doch, Findestadt. Nein, davon rede ich nicht. Nee, aber ein Beispiel. Zum Beispiel die Hetze, der Rassismus und der Sexismus, der teilweise... Okay, Beispiel Sexismus ist eine tolle Geschichte. Also da vorne steht jemand mit Che Guevara-Hemd. Das ist der Ober-Homophobe gewesen. Es geht nicht um den. Okay, aber Beispiel für Sexismus. Sie stehen. Es geht darum, wofür Sie aber was ist denn Sexismus? Ihre Partei verurteilt Leute für ihre Herkunft, für ihr Aussehen. Nein, wir verurteilen das nicht. Absolut, es passiert in Chemnitz. Machen Sie mal ein Beispiel für Sexismus. Ich muss Ihnen kein Beispiel nennen. Gut, aber dann ist es ein schwieriger Diskurs. Wenn Sie nicht konkret werden wollen, dann... Ja, aber Sie streiten ja die Sachen ab. Nein, ich kann doch nichts abstreiten. Wenn ich ein Beispiel geben werde, werden Sie die Sachen abstreiten. Machen Sie es doch. Versuchen Sie es. Geben Sie mir die Chance. Versuchen Sie es. Entlarven Sie mich. Drauf, entlarven Sie mich. Das funktioniert nicht. Leute, wahrscheinlich nicht. Lassen Sie auf. Okay. Letztes Wort. Ja. Leute, deren Meinung nicht auf Fakten beruht, sondern auf Emotionen, kann man mit Fakten nicht überzeugen. Aber Sie sagen doch, Sie leben vom Gefühl. Leute, die auf Emotionen sind, sind rhetorisch, sind Sie gut? Nein, ich bin nicht. Umso länger das Gespräch geht, desto mehr wird deutlich, dass der junge Mann nicht an einer Diskussion interessiert ist, sondern dass er seine Diffamierung unterbringen wollte. Dass er Roger Beckkamp dominieren wollte. Er hat gedacht, er geht jetzt hier hin und er lässt jetzt Roger Beckkamp einfach mal alt aussehen. Er lässt ihn doof aussehen. Das ist ihm nicht gelungen. Roger Beckkamp hat es aber versäumt, ihn für sein Verhalten haftbar zu machen. Anscheinend hat er selbst nicht bemerkt, wie stark er ihn enttarnt hat, dass eigentlich die Maske völlig abgefallen ist von diesen Menschen. Roger Beckkamp bietet ihm am Ende noch höflich an, kommen Sie doch zu unserer Veranstaltung, bleibt nett und höflich, will ihn sozusagen immer noch überzeugen, aber man sieht sofort, das hat diesen Mann nie interessiert. Dieser wendet sich ab nach seinem gescheiterten Versuch und sucht das weiter.
das Wichtigste ist, weil darum geht es, dass wir menschlich untereinander kommunizieren, dann funktioniert die Gesellschaft. Gut, heute Abend bleiben wir menschlich, versprochen. Aber versprochen. Morgen ist die Partei auch menschlich und gestern war sie auch schon. Viel Erfolg. Vielleicht später. Eine normale Reaktion wäre es jetzt gewesen von ihm, zu sagen, oh, das ist ja interessant mit Afrika und den ganzen Fakten. Das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Ich habe keine Zeit, zu der Veranstaltung zu kommen, aber ich möchte mich für das Gespräch herzlich bedanken. Man merkt aber ganz eindeutig, um Informationen ist es nie gegangen. Sondern es ist darum gegangen, eine Anschauung zu platzieren, einen Frame zu platzieren, im direkten Duell mit Roger Beckkamp. Er wollte hier platzieren, die AfDler sind dümmliche Menschen, die aus Angst Ausländer hassen. So in der Art. Die Öffentlich-Rechtlichen probieren auch in Talkshows in Anwesenheit von AfD-Leuten diesen Frame zu platzieren. Weil wenn es in Anwesenheit gelingt, dann wirkt der Frame stark. Es ist wie ein Kampf in einer Arena. Wer schafft es, seinen Frame zu platzieren? Die Öffentlich-Rechtlichen, die Altmedien, sind dabei eigentlich in einem starken Nachteil. Weil die AfDler haben, wie hier Roger Beckkamp, die Wahrheit auf ihrer Seite. Sie können eigentlich mit Sachargumenten die Aggressoren auseinandernehmen. Aber die Aggressoren haben den Vorteil der Hinterlist. Dass sie wissen, dass sie ein klares Ziel haben, von dem die anderen nichts wissen. Sie gehen mit dem Ziel rein, ihren eigenen Frame zu etablieren und die anderen zu schwächen. Was die anderen nicht verstehen. Sie verstehen das Motiv nicht. Sie wollen es nicht wahrhaben. Das war das große Problem der AfD in den letzten Jahren, dass sie diese Aggressivität, dass sie das nicht wahrhaben wollten, weil sie das Motiv nicht verstanden haben. Sie haben sich gedacht, wir haben denen doch nichts getan, warum tun die uns was? Weil es eigentlich keinen logischen Grund gibt, also jedenfalls keinen Grund, den wir verstehen, deswegen kann es nicht sein. Es darf nicht sein, was aus ihrer Sicht nicht sein kann. Und damit ignorieren sie die Aggression, wie auch Roger Beckkamp es hier ignoriert hat. Obwohl es doch eigentlich logisch betrachtet vollkommen naheliegend ist. Es ist so, als sei bei diesen Leuten ein Schalter umgelegt. Man muss sich einmal vorstellen, wenn man jetzt selber in ein Gespräch geht, würde man jetzt sagen, ach, du bist doch unglücklich, wieso bist du so unglücklich, wohlwissend, dass man das gar nicht sagen will? Wir würden sowas nicht machen. Also ich würde mich übergeben müssen. Aber dieser Mensch geht da rein und macht das. Es ist bei ihm wie, als wenn ein Schalter umgelegt ist. Diese Leute denken mit einer ganz anderen Logik. Und diesen Leuten geht es darum, mit ihren Frames, mit ihren Negativ-Frames, den Hals um die Bürgerlichen und die Konservativen, oder man kann eigentlich sagen, um alle aufrechten Menschen, hinterlistig Stück für Stück enger zu ziehen. In der AfD hat man sich von Anfang an gedacht, das ist doch absurd, diese ganzen Vorwürfe, da kann man doch eigentlich nur drüber lachen. Das ist doch eigentlich alles albern. Und jetzt wird die AfD bald vom Verfassungsschutz beobachtet. Es ist bitterer Ernst. Und genauso versucht auch dieser junge Mann hier, den Strick um Roger Beckhams Hals, den Strick um den Hals der AfD, Stück für Stück enger zu ziehen. Und so probieren es die Demonstranten auch mit Michael Stürzenberger. Sie framen ihn schlecht, wie es nur geht, entmenschlichen ihn. Die Entmenschlichung ist in diesem Gespräch verdeckt. Aber sie ist auch vorhanden. Tatsächlich geht es ihm darum, den Frame zu platzieren, ihr seid Unmenschen, ihr seid aggressiv, ihr seid ausländerfeindlich. Euch kann man nicht trauen. Bei Michael Stürzenberger haben diese Leute auch erst probiert zu diskutieren. Und in dem Moment, wo sie gemerkt haben, diese Linken, sie haben argumentativ gegen Stürzenberger keine Chance. Er kennt sich im Koran zu gut aus und seine Argumente sind nied- und nagelfest. Sie kommen nicht dagegen an. Seitdem verzichten sie das Gespräch mit ihm und beschimpfen ihn nur noch. Und ich bin mir relativ sicher, wenn dieser Mensch gewusst hätte, wie dieses Interview, wie dieses Gespräch abläuft, dann wäre er nie hineingegangen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut. Im Fall wegen meiner Strikes, im Abmahnverfahren gegen YouTube, haben Frau Dr. Koch von RepGov und ich jetzt die Strategie, zunächst einen Abmahnbrief an YouTube zu schicken. Ich hatte mir im Vorfeld schon viel Arbeit gemacht und mich wissenschaftlich eingearbeitet. Nach der Antwort von diesem oder nicht Antwort von YouTube auf diesen Brief, werden wir dann ein Verfahren einleiten. Es ist so, dass dieses Verfahren sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Es wird wahrscheinlich in einem halben Jahr oder in einem Jahr wird das Verfahren erst vor Gericht überhaupt erst ankommen, weil die Frist für ein Eilverfahren schon verstrichen ist. Das macht aber gar nichts. Dieses Verfahren dient ja nicht dafür,
jetzt meine Videos zu retten oder meinen Kanal zu retten, sondern für die Zukunft. Um ein Zeichen zu setzen an YouTube, ich wehre mich juristisch. Und zudem kann man ja davon ausgehen, dass die nächsten Strikes kommen werden. Dass YouTube die Meinungsfreiheit weiter verengen will, dann ist es gut, wenn die Dinge schon im Laufen sind. Dann ist nicht mehr so eine lange Vorlaufzeit. Dann bin ich mit RedGov direkt in Verbindung schon und es läuft schon etwas. Ich bin grundsätzlich über Spenden sehr dankbar, weil ich mit dem Kanal ein zu geringes Einkommen erziele, als dass ich auf Dauer so weitermachen kann wie bisher. Deswegen helfen alle Spenden sehr, dass ich viele Videos posten kann. Vielen Dank dafür. Macht's gut.